Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, Folge 4 des Season Talks 2021 und ja, etwas zukunftsbasierten Talk. It's lights out and away we talk mit mir Hauke Tobey und ich begrüße selbstverständlich meinen Partner Epic. Epic, herzlich willkommen zu Folge 4. Ja, hallo, wir sind wieder mal hier in Folge 4 und ein herzliches Willkommen nochmal an alle Zuhörer. Heute wird es wieder richtig spannend und es wird wieder eine gute Mischung auf jeden Fall. Und wir haben viele verschiedene Themen, über die wir heute reden. Und das Grundthema heute, Aston Martin. Genau, Epic, du sagst es gerade schon. Aston Martin, Racing Point, kann man auch sagen, Force India in dem Sinne? Ja, natürlich, ne? Also nur, dass Hat ja viele Namen durchgemacht, ja. die Zuschauer hier auch wissen, auf welchem Namensstand sie sind jetzt gerade hier sind. Wir sind bei Aston Martin F1 Racing Team. Habe ich mich richtig informiert, Epic? Ja, ne? Hast du dich richtig informiert, ja? Das Aber ist. da ist auch wirklich viel passiert in letzter Zeit. Also, wobei man auch sagen muss, jetzt vielleicht nicht auf der Strecke. Wobei jetzt ein Ergebnis springt natürlich raus, das Baku-Ergebnis, aber wir wollen jetzt natürlich auch im Vorfeld nicht so viel verraten. Hört einfach weiter zu, Leute. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich am Ende, wenn wir dann abmoderieren. Wir sehen uns. Ja, Force India, wie es ganz damals noch hieß, war ein halbwegs solides Team, hat jetzt keine heftigen Ergebnisse geliefert, aber war auch nicht grottenschlecht. Aber 2020 wurde es dann schon irgendwie ein bisschen interessant, denn auf einmal, wie die Autos enthüllt wurden, haben wir mehr oder weniger zwei Mercedes auf der Strecke gesehen und einer davon war pink. Und zwar war das der Racing Point. Und zwar wurde ja ziemlich hektisch diskutiert, wie es weitergeht mit dem Rennstall, das ja fast bankrott anmelden mussten und wirklich finanziell am Ende waren. Dann konnten sie aber gerettet werden, aber die Methode, wie sie dann die guten Ergebnisse erzielt haben, war auf jeden Fall kontrovers. Und zwar, Hauke, wir wissen alle, was da passiert ist, da wurde sich minimal was abgeguckt. Aber was, Epic, kannst du mir darüber mal was informieren? Weil ich bin nur auf diesem Stand, dass ich sage, das Chassis wurde kopiert, oder? Größtenteils das Chassis und die Aerodynamik natürlich, aber eigentlich kann man sagen, das Chassis war es hauptsächlich, das kopiert wurde. Und zwar vom guten Mercedes des Vorjahres, welches die Konstrukteursmeisterschaft gewonnen hat. Und dann haben sie sich einfach mal einen ganz schlauen Fuchs gemacht und haben einfach genau das Chassis genommen, weil ja fast keine Regulation Changes oder gar keine kamen von dem Jahr 19 auf 20. Und auf einmal hatten die ein Bombenauto, was logischerweise, weil ja auch der 2019 der Mercedes so gut war, auch Absolute echt gut performt Vollmaschine, die hat. Karre, ne? Also. Ja, das war krank. Und natürlich, es ist interessant gewesen, dass da eigentlich jetzt wirklich gar nicht so hart dann gehandelt wurde. Die konnten ja eigentlich auch die Rennen damit gewinnen und da war auch jetzt nicht viel los. Perez hat ja dadurch auch gewonnen in Sakhir. Und ja, also es sind viele Ergebnisse damit passiert und ich fand es jetzt auch eher mal sogar eine coole Aktion, muss ich sagen, von Racing Point, dass die wirklich so einfach so, ja, ich will es jetzt natürlich nicht ins Vulgäre ziehen, aber so, die haben einfach keine F drauf gegeben, haben es einfach eins zu eins kopiert und dann haben die damit reingewonnen. Fand ich ganz interessant, man da wirklich so den Mann zu zeigen. Sprang natürlich auch noch eine Pole Position vom Lance Stroll bei rum in Istanbul Grand Prix, wenn ich mich richtig daran Ich erinnere. weiß nicht, ob es der Ja, Istanbul war, aber doch, ich da war glaube, es es war, komplett ja. am Schütten. Da war es komplett am Schütten. Da war der Stroll auf Platz 1. Aber auch dazu zum späteren Fahrerprofil mehr zu den beiden Fahrern, denn wir haben auch hier wirklich eine sehr, sehr interessante Kombi. Kommen wir mal darauf zu sprechen. Der pinke Mercedes. Lag das einfach nahe, weil das der Motorenhändler war von Racing Point zur damaligen Zeit? Oder würdest du behaupten, dass wirklich diese Chassis-Ähnlichkeit dann vielleicht diese Phrase ins F1-Paddock geworfen hat? Also sagen wir es so, die Motoren waren ja zu diesem Jahr wieder im Gegensatz zu 2019 ein bisschen mehr eben, weil 2019 war ja das mit Ferrari und da gab es ja auch wieder Kontroversen über Kontroversen. Aber ja, ich glaube, der Motor hat natürlich dazu beigetragen, die gute Power Unit hat dann natürlich geholfen, aber dass man das Chassis kopiert, das ist, glaube ich, ja, das ist, glaube ich, der Grundbestandteil von einem guten Auto. Und das haben die auch natürlich dann geschafft, weil wenn der Chassis gleich ist, dann funktioniert die Downforce so gut wie gleich, und so weiter und die Gewichtsverlagerung. Und ja, dann weiß man auch wahrscheinlich schon, woran es gelegen hat. Aber natürlich, Motor spielt immer mit. Die altbekannte Phrase, dann weiß man, woran es gelegen hat.
Woran hat's gelegen? Woran hat's Jetzt weiß man's. gelegen? Jetzt weiß man's. Am Chassis. Nein. Aber clever vom Racing Point Team an dieser Stelle auch. Da vielleicht einfach ja, kein F drauf zu geben, ist jetzt vielleicht nicht die netteste Aussprache hier, aber das ist ja wortwörtlich Die so. direkteste. Die direkteste, ja, aber das ist ja wirklich so. Hier einfach mal ein Auto zu kopieren, weil einfach vielleicht hier und da die Regularien es dann auch vielleicht zulassen. Clever. Ja. Gut. Alonso hat es ja auch gemacht. Wenn es die Regularien zulassen, dann nutzt man alles aus. Dann nutzt Eben. man jede Streckenabkürzung. Einfach mal gucken. Wieso auch nicht ausprobieren? Wer nicht wagt, der nicht Genau. gewinnt. Ja, so ist es. Boah, das trifft es genau. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ja, Epic. Mein Name ist Bond. James Bond. Seit diesem Jahr. Wortwörtlich. Wir haben ein Switch in der, ja, Lackierung, in der, ich sag mal, in der Firmenfarbe, Im Design im generell Design einfach, generell, ja, gesehen die von ganze Pink Firma hat Panther. sich geändert. Jo, von Pink Panther zu 007, so wie es die Thema bzw. Frage auch hier im Overlay zeigt. Ja, Ja, es der Switch auf Grün, Epic. ist ganz interessant gewesen und ich glaube, wenn man ein neuer Formel 1-Fan ist, dann würde man auch nicht erwarten, dass das Team Aston Martin damalig Force India hieß, weil das ist halt wirklich ein interessanter Sprung. Aber ja, jetzt sind sie da. Lawrence Stroll musste ja dort ein bisschen den Finanzmann spielen und mal gucken, wie man den Rennstall noch am Leben erhalten konnte. Lawrence Stroll ist ja auch der Vater vom Fahrer Lance Stroll, der auch in Aston Martin fährt. Nochmal, um das klarzustellen. Und der hat ja dann halt einfach beschlossen, Aston Martin mit ran ins Boot zu holen. Oder er alleine will es nicht entschlossen haben, war aber wahrscheinlich dran Aber beteiligt, er auch alleine höchstwahrscheinlich. hat nicht investiert. Wenn wir gleich zu Lawrence Stroll kommen, Epic, ich wollte dich da jetzt nicht so cutten, aber Ja, kein Problem. da werden gleich schon zu Lawrence Stroll ein paar Fakten offengelegt, die wahrscheinlich dem einen oder anderen Zuhörer hier nicht bekannt sind. Wenn der junge Lawrence Stroll ist, oder beziehungsweise der gute Mann, nicht junge Mann, der gute Mann hier ist ja auch schon in den guten, etwas älteren Jahren. Hat einen ganz eleganten Bart auch. Jo, ja, der hat hier einiges investiert, einige Investments und das wird sehr, sehr spannend zu hören, Epic. Also du sagtest gerade, der investierte in Aston Martin, beziehungsweise kaufte sich einen Anteil davon und ja, änderte somit dann auch den Namen in Aston Martin F1 Racing Team. Aber wie Ja. gesagt, da kommt noch eine ganz, ganz witzige Sache gleich dabei, wer sich nämlich noch einen Anteil gekauft hat. Aber damit auf jeden Fall mehr, wenn wir zu Lawrence Stroll kommen. Saison 2021, Epic. Ja, dann die Fahrerauswahl war ja auch dann ganz interessant, denn auf einmal war Perez weg. Der wurde sich ja von Red Bull ganz sehr lange noch Der geschnappt, um Arme. ihn im Sport zu halten, ja. Der Arme. Fährt der Sieger ein? Fährt er in seinen letzten Rennen? Fährt der um sein Leben? Der fährt um sein Leben. Und die schmeißen ihn einfach eh vorher raus. Aber dann, dass er hinterher noch einen Sitz kriegt bei Red Bull. God bless him, aber boah, ganz kritische Situation für einen, der das Team vielleicht auch selber, wenn ich mich da richtig informiert habe, selber mit seinem eigenen Geld und des Vaters Geldes aus der Insolvenz gezogen hat, schon einmal. Ja, auf jeden Fall. Und es ist ja auch so, dass wenn man jetzt so, um ein bisschen die eigene Meinung mit reinspielen zu lassen, der Lance Stroll, der wird ja immer im Team gehalten. Seitdem der Papa den Rennstall besitzt, ist er immer im Team und wurde nie geswitcht. Ist natürlich logisch, weil es halt die Familie ist. Aber ich meine, an sich, ich würde es jetzt, glaube ich, nicht schlimm finden, wenn ich der Papa von Lance wäre, ihn mal auf dem Transfermarkt einfach zu setzen, weil im Endeffekt kann man ihn immer wieder zurückholen. Also ich verstehe da so den Geiz nicht dahinter, vielleicht einfach mal anstatt Perez rauszuwerfen, auch den guten Sohnemann rauszuwerfen, um einfach mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen, weil ich glaube, das hätte dem Team auch nicht geschadet. Ja, aber Weil auch. es ist halt nicht nur Familie, sondern es ist ja auch natürlich eine Competition, ist ja auch ein Sport. Also, ja. Aber dann auch wiederum, wenn man den Vergleich sieht, jetzt zwischen Vettel und Stroll, ich kann hier mal einmal die Statistiken schwingen. Ich bin ja hier für unsere kleinen Infos und Details und Zahlen bekannt. Wir haben 12 zu 9 Race Wins. Also nicht Wins, sondern, sagen wir mal, Quoten. abgeschlossen vor dem Teammate. So, Entschuldigung. Ja, für wen? 12 zu 9 für Stroll. Genau, das war nämlich noch wichtig für die Zuschauer auch nochmal zu hören, jetzt, wer jetzt gewonnen hat. Aber natürlich, Stroll
Auch wenn man ihn nie gesehen hat, eigentlich, aber leistungstechnisch kein schlechter Fahrer. Können wir aber dann auch darüber sagen, dass der viermalige Champion Sebastian Vettel im Qualifying eine wesentlich bessere Pace besitzt als der Stroll auf eine Runde. 14 zu 8. Puh, ja. Sind schon auch nochmal 6 Qualifyings mehr. Vettel natürlich erfahren, der ist absolut schon drin im Spiel, wird aber auch schon, also der altert natürlich auch, hat jetzt auch schon ein paar mehr Jahre am Buckel und weiß natürlich auch, das Feuer ist wahrscheinlich auch jetzt nicht mehr dasselbe, was es bei Stroll ist, weil er halt natürlich schon seine 4 Titel hat. Bei ihm geht es eigentlich nur noch darum, halt einfach konsistent zu bleiben. Bonus. Also, ja. So wie Verstappen sagte in einem Interview einfach, also ich sag mal ehrlich, ich glaube an Sebastian Vettel, wenn der da mal irgendwann vielleicht mal in den nächsten Jahr vielleicht sogar, sagen wir mal jetzt, ich gucke nur als Visionär in die Zukunft gerade, der wird sein Feuer Naja. dann aber auch natürlich wiederfinden, jetzt ohne dass uns die Zuschauer da falsch verstehen, aber mit dem Auto, da kannst du, glaube ich, einfach nur die Lust am Fahren verlieren, obwohl dir vorher der Honig um den Mund geschmiert wurde, auf gut Deutsch gesagt, ne? Oh ja, da wurde auch wirklich viel versprochen. Vettel hat sich da natürlich auch drauf einlassen, mehr oder weniger müssen. Er wurde vom Ferrari schon ziemlich degradiert. Ja, aber vielleicht wird es nächste Saison besser. Das hoffe ich auf jeden Fall. Bisschen Steht. so die Sepp-Fanbrille aufsetzen. Ja, also kann einem nur sympathisch sein, das Kerlchen, aber hier steht er auch mit 11 Punkten mehr. Quatsch, was erzähle ich da? Mit 9 Punkten mehr über Lance Stroll in der Fahrerwertung. 43 zu Ja. 34. Ja, na klar, also natürlich kommen wir schon auf die Rennen zu sprechen oder wollen wir Ja. da noch abwarten? Nee, du könntest auch gerne schon auf die Rennen, dass wir die ganze Saison 2021 gerne auch einmal diesem Thema hier einmal einfließen lassen. Ja, nee, weil auf jeden Fall die Punkte kommen natürlich auch zustande durch die 2 Podien von Vettel. Eins davon ja leider abgesagt oder aberkannt worden. Leider. Ja, Und ganz schade. ich glaube, da müssen wir uns beide auch wirklich zustimmen, das mitbeste Rennen, was Sebastian Vettel gefahren hat. Ich würde sagen, seitdem er im Ferrari in Singapur gewonnen hat. Ja, das Ferrari-Rennen 2019 in Singapur, das war schon sehr edel, ein sehr verdienter Sieg natürlich. Und dann natürlich noch 2 Jahre später wieder mal auf dem Podium zu stehen, tut natürlich auch gut nach einem wirklich grottigen 2020 für ihn. Ja, ist auf jeden Fall wieder eine Erleichterung wahrscheinlich für ihn gewesen. Und auch wenn es zu keinem Rennsieg gekommen ist, konnte er auf jeden Fall schon mitfahren, auch wenn natürlich viel Glück dabei war. Aber trotzdem, die Leistung hat er gezeigt und die muss man auch zeigen können. Ich sehe hier gerade, der Lance, der ist nur auf Platz 6 gekommen als Best Race Finish. Ja, das ist natürlich. Ja, also Lance ist auch natürlich oft ein bisschen unter der, wie sagt man, unter der Decke gewesen. Also man hat jetzt nicht wirklich viel über ihn gehört, weil er halt auch dabei war und mehr nicht irgendwie. Kennst du die Also. Szene Ungarn? Weil da war ja nicht nur das Bottas klischee-mäßige Unfall, da ist auch der Lawrence Stroll eine Ja. ordentliche F1 2021 Ingame Lance. Dive Bomb. Lance Stroll, Entschuldigung, Genau, Lance, ja. Entschuldigung, nicht Lawrence. Aber da hat er ja auch schon so die ein oder anderen kleinen Fahrfehler drinne gehabt. Also man merkt, dass er noch ein junger Fahrer ist. Ja, und das Traurige ist, von dem ganz viele Gott sei Dank nicht wissen, weil das ist echt beschämend, in Ungarn am Quali Day, da war er ja nicht schlecht dabei, glaube ich. Und das Problem dabei war, dass er nach dem Quali gesagt hat, Big Points in the Bag. Also viele Punkte schon eingesackt zu der Art. Und das sagt man einfach nicht. Das sagt man als Racer nicht. Einen Tag später hat er, ja, ja mehr Big Points in the Bag ja, wenn man es auf den Schaden bezieht vielleicht. Aber es war einfach, ja, keine Ahnung, das war wahrscheinlich das Karma, weil er so selbstsicher war. Ching macht die Kasse bei Vater Stroll, würde ich behaupten. Ja, und das nicht nur einmal in der Saison. Nein, wir sehen hier gerade insgesamt 8 DNFs beim Team, 5 bei Sepp und 3 bei Stroll. Muss natürlich auch sagen, bei Vettel waren es wahrscheinlich auch 2 Motorprobleme. Einmal Niederlande kann ich mich dran erinnern. Ja, Ah, also wobei generell hätte zählen die mich als auch. DNFs eigentlich? Ich glaube, das war eine Trainingssession, Ja, ne? ich. Also das war im Training, ja, Ja. doch, stimmt. Aber mich würde es wundern, wenn Sepp sogar 5-mal DNF gegangen ist. Das habe ich nie so mitbekommen. Nee, also ich glaube, das sind da mechanische, elektronische Probleme gewesen. Oder Ja. zum Beispiel, das in Ungarn zählt zum Beispiel auch als DNF, ne? Did not finish in dem Sinne. Zu wenig Ja, Sprit an Bord. stimmt.
Da können wir auch schon mal ein. Ja, also sehr, sehr gleich das Team. Ich würde auch fast behaupten, auch wenn man das Ganze jetzt so hier sieht, haben wir das beide ja vor uns gerade. Eigentlich ein recht ausgeglichenes Team, aber hat einfach nicht geliefert, wie es ist, ja, nicht wie es Wie man sein es erwartet sollte, ja, hat. wie man es erwartet hat. Das große Aston Martin, die James Bond-Marke schlechthin, die einfach nicht, ja, so heldenhaft auf der Strecke ist wie der Daniel Craig im Film. Ja, das beschreibt es gut. Ich Boah, meine, das tat, natürlich ist glaube es ich, für jeden auch. Aston Martin-Fan weh zu hören. Entschuldigung. Ja, aber natürlich, es ist natürlich im Sport oft so, dass einfach ein paar, ja, wie sagt man, ein paar Enttäuschungen immer reinkommen. Über eine Saison 2020 der Ferrari, 2021. Es war jetzt nicht die größte Enttäuschung natürlich, aber man hat natürlich durch das, was Lawrence Stroll da erzielt hat, schon ein bisschen so ja, Lust bekommen, einfach zu sehen, wo die so finishen. Aber es kam nicht wirklich dazu. Es waren viele starke Teams dieses Jahr dabei. Auch der Zweikampf zwischen Ferrari und McLaren, da war nicht mehr viel Platz, einfach oben mitzufahren. Ist einfach so. Und ich finde auch einfach, die Ferraris, beziehungsweise die Scuderia hat besser gearbeitet als der Rest im Mittelfeld, meiner Meinung nach. Ja, also die haben halt diese Saison auf jeden Fall wieder, konnten sich wieder gut zurückschnappen von dem letztrigen Jahr. Haben sie auf jeden Fall wieder gut gezeigt, dass sie auch noch da sind. Meinst du mit dieser Fahrerbesetzung, wir kommen ja jetzt gleich auf die einzelnen Fahrer nochmal zu sprechen, aber meinst du mit der Fahrerbesetzung in den Rückblick auf 2021, haben sie alles richtig gemacht? Oder wäre der Perez hier vielleicht der bessere Fahrer, also für beide Seiten gewesen? Ich sag jetzt mal, ich spreche jetzt mal, wäre es sinniger gewesen, Perez mit Vettel nicht zu tauschen, oder wäre es sinniger gewesen, Stroll mit Vettel? Also, verstehst schon, wie ich das meine jetzt gerade, ne? Ja, stell dir vor, einen Vettel im Red Bull, das hätte ich auch sehr gefeiert, wenn die zwei andere Wege eingeschlagen hätten. Aber nee, ich glaube, es war gar nicht mal so blöd, wirklich Vettel ins Team zu holen, weil wenn Vettel irgendwie noch beim Ferrari oder so jetzt sich irgendwie noch eingenistet hätte oder vielleicht sogar retiren hätte müssen oder so, weil ich das sah ja wirklich nicht gut aus. Ich finde, es war ganz gut, aber so eine Perez-Vettel-Kombo hätte auch ganz gut getan. Und ich bleib dabei, wenn man Stroll letztes Jahr einfach aus dem Team mal sozusagen durchgeswitcht hätte und der jetzt irgendwo anders fährt in einem Backmarker-Team, wieder bei Williams oder so, das wäre doch, also ich würde es nicht schlimm finden, weil dann wäre dieses familiäre Ding ein bisschen aus dem Team rausgeschafft. Und ich glaube, das verursacht auch manchmal Probleme einfach. Findest du, dass das diese Kontroverse im Team einfach schafft? Okay, egal, was ich jetzt vielleicht dem guten Lance jetzt hier sage, der rennt jetzt vielleicht sofort zu Daddy und sagt, der ist nicht cool, der hört nicht auf mich, kannst du ihn bitte rausschmeißen, ersetzen, ich brauche jemanden, der auf mich hört. Oder ist es dann nicht diese Angst, vielleicht auch seinen Job gegenüber Lance zu verlieren, in dem Sinne, wenn man vielleicht nicht, ja, sagt man jetzt vielleicht Fahrerperspektive spricht? Ja, ich sag's so, wie es ist. Subjektive Meinung. Ich will damit jetzt irgendwie keine Fans oder keine Ich würde mich Unterstützer zurückhalten. damit. Ja, aber ich sag's einfach so, wie es ist. Es ist meine Meinung. Ich finde, Lance ist auch von der Art ein bisschen ein verwöhntes Kind, weil halt natürlich auch der Vater gutes Wohlhaben hat. Und was man ab und zu so hört, durch die Saison verteilt, über die Teamradios oder so, der kommt schon ein bisschen so rüber, als würde sich ja, so einen Vaterbonus schon immer verschafft haben. Oder manchmal zumindest. Fühlt er sich wohl in manchen Situationen selber ein bisschen unwohl? Vielleicht fühlt es sich manchmal ein bisschen zu sicher einfach, wenn man so denkt, er kann ja mehr oder weniger nicht aus der Formel 1 sozusagen rausgeworfen werden, wenn er bei Papa fährt. So, das ist vielleicht so sein Problem ein bisschen. Ja, Epic, dann kommen wir jetzt gleich mal zu den Fahrern zu sprechen, oder? Auf jeden Fall. Ja, in Aston Martin haben wir zwei Fahrer, von denen man natürlich auch jetzt schon mehr oder weniger die Geschichte sehr gut kennt. Beide schon länger in Formel 1. Stroll, glaube ich, seit 2015, weil ich weiß. 2017, Entschuldigung. 17 wollte ich sagen. Tut mir leid. Ich vertausche das immer mit dem Jahr, wo der Halo eingeführt wurde, 2018. Ja, egal. Und natürlich auf der anderen Seite den Heppenheimer, den Vierfach-Weltmeister. Wir kommen zu sprechen zu Sebastian Vettel natürlich. Einer der, würde ich sagen, schon fast sympathischsten Fahrer am Grid, weil er sich halt für Sachen einsetzt, was nicht viele andere machen. Großer Umweltfan, großer Bienenfan und natürlich fahrerisch auch großer Racing-Fan. Umweltfan, du sagst es gerade. Was hat er denn 2021 nochmal gemacht? Da war doch, er hatte doch in einem Sky-Interview, glaube ich mal,
Keine Werbung an dieser Stelle. Hatte doch, glaube ich, mal in einem Interview gesagt, dass er sich für dieses Bienenthema oder für, war es Abholzung oder Bienenthema? Ich bin mir jetzt gerade nicht Bienen. sicher. Bienen, ne? Ja. Ja, und die Wasserwelt hat es sich auch mal eingesetzt. Aus Silverstone die Tribüne aufgeräumt. Also sehr, 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 sehr umweltbewusst. Also Vorbildlich. ja, also finde ich stark. Weiter, also Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich war mir jetzt gerade nicht sicher, was es war. Ich musste mein Knowledge selber Ja. gerade ein bisschen auffrischen durch dich. Ja, natürlich. Also die Bienen, das Bienenhotel, was sie gebaut haben, war natürlich Das eine war's. Ja, Wohltat. genau, das war's. Das Bienenhotel. Dann in Silverstone gab es zwei ganz süße Momente. Der erste war am Quali-Tag, hat er gesehen, wie sich bei der Tribüne ein Pärchen verlobt hat, bevor das Event stattgefunden hat. Ist er hingegangen und hat gratuliert. Fand ich auch ganz süß, das zu hören. Und natürlich dann nach dem Race Day, wo er aufgeräumt hat und sich ein paar Fans gekrallt hat und mit denen die Tribüne sauber gemacht hat. Das sind einfach lauter Kleinigkeiten, die er auch nicht groß anpreist, wo er die jetzt, also die vermarktet er nicht, sondern die macht er aus freien Stücken. Das ist er, Ja, das ist er, das ne? ist einfach er. Und damals wurde er bei Red Bull halbwegs niedergemacht in den Weltmeisterjahren, weil viele halt natürlich auch ein bisschen neidisch waren wahrscheinlich auf die Dominanz, die er damals hatte. Aber ich meine, durch die heutigen Jahre, durch die letzten, merkt man einfach, er ist der wahrscheinlich einfach am menschlichsten noch ist von den Fahrern. Und dann natürlich auch noch der Pluspunkt, dass er ein Deutscher ist, macht es natürlich noch mal besser, weil man sich dann mit derselben Sprache verständigen kann. In Interviews und so Und hört man einfach allgemein immer auch, die man kann Stimme. sich mit dem Fahrer ja viel, viel einfacher identifizieren dann. Ey, der ist Deutscher, der ist viermaliger Weltmeister, das ist einer aus unserer Nation, das ist Sebastian Vettel, der holt vier Weltmeistertitel im Stück. Ja, auf jeden Fall. Und es ist auch, viele Leute sagen, der Schumacher, wenn man auf das zu sprechen kommt, der GOAT ist so in der Art, also der Beste aller Zeiten. Und ich muss sagen, wenn es mehr um die Sache zu sprechen geht, wer der beste Fahrer aller Zeiten ist, dann gehe ich eigentlich nie auf die Werte ein, sondern erstens mal auf die Werte natürlich, aber immer mit dem anderen Auge drauf gucken, wie der Fahrer so menschlich drauf ist. Deshalb habe ich es auch irgendwie Verstappen diese Saison mehr gewünscht, dass er Weltmeister wird, einfach weil er dieses Menschliche hat. Dieses nach Monaco einfach ins Hotel gehen und sich vollsaufen und dann fast nicht mehr den Eingang zu seinem Apartment finden. Sowas ist einfach, keine Ahnung, sowas zielt für mich einfach, ob jemand den WM-Titel bisschen mehr verdient vielleicht wie andere. Und Vettel hat ja natürlich 2010 bis 13 die 4 Jahre gewonnen am Stück, komplett dominant die Hälfte davon und währenddessen natürlich auch immer seine Persönlichkeit durchstrahlen lassen. Ich Und wollte das ist gerade einfach. sagen, aber wir müssen auch an dieser Stelle sagen, wenn du vier Weltmeistertitel gewinnst und nur Erfolg gewöhnt bist, ich sag mal ehrlich, ich mag nicht sagen, dass da fast eine charakterliche Änderung schon zu 100% vorliegt in diesem Weg oder ob es einfach, ja, aufgrund des Umfeldes dann auch einfach ist, dass du vielleicht so bist, wie du dann bist in den 4 Jahren, ne? Weil er wurde ja schon hart kritisiert manchmal. Also, wenn ich Ja, auch von das. Rosberg. Ja, eben, wenn ich das so höre, von Rosberg wurde er kritisiert, von seinem eigenen Teammate Mark Webber, ich kann mich noch daran erinnern, Oh ja, Istanbul Park, Multi-21. ja, oder Ja. Malaysia, Multi21. Also sehr, sehr kontroverse Sachen gewesen, aber hat sich hinterher, beim Basketball sagt man immer, wer trifft, hat recht. Ne? Ja, und man muss auch sagen, Vettel hat, ich weiß nicht, welches Jahr es war, ob es 2011, 12 oder 13 war, ich glaube 12 oder 13 war es, hat er gesagt, wie er in Abu Dhabi gewonnen hat oder in Brasilien. Ich weiß gerade gar nicht mehr die Fakten vom Finale, aber ich weiß auf jeden Fall, dass er es nach dem Finale gesagt hat. Hat er zu seinem Team gesagt, man soll die Zeit einfach sozusagen nutzen und man soll die Zeit wirklich jetzt genießen, weil man Ja, weiß nie, was danach kommt. das war der Funkspruch, als er vorzeitig Weltmeister in, lass mich kurz überlegen, ich bin gleich sofort drauf, Weltmeistertitel in. Ich weiß gerade auch nicht mehr, das gerade. Aber natürlich ist auch schon Jahrzehnte, ja. Also ein Jahrzehnt. Also Ist er in nicht der in Zeit passiert Shanghai halt nicht. Weltmeister geworden? Das ist gut möglich, ja. Da hat er Also doch ich die glaube Donuts irgendwas Asiatisches, auf ja. der Start und Ziel. Oder war es nicht Südkorea? Südkorea! Puh, jetzt haben wir's.
Da Ja. bin ich, das hört sich gut an, ja, ich Also glaube Südkorea. zu 1000% Südkorea, weil die Strecke war nicht mehr danach im Rennkalender und er hat Donuts auf der Start- und Zielgeraden gedreht und hat zu Christian Horner gesagt: "Guys, we have to enjoy these days because we never know when it's over." Und ja, genau, ist eine schöne Aussage und beschreibt doch nochmal, welcher Mensch Sebastian ist. Aber auf seinen Werdegang da nochmal einzugehen, Epic, was hast du da herausgefunden zu Sebastian Vettel? Ich meine, diese 4 Jahre am Stück Weltmeister, die können wir ja jetzt mal ein bisschen außen vor lassen. Das ist ja geschriebene Historie in dem Sinne. Ja. BMW-Tage hat er auch noch. Ja, genau, da gab es noch ein kleines Randen, für die ich auch nochmal anmerken kann. Vettel ist ja 2007 oder ist er 2006 schon Test gefahren? 2007 dürfte er, glaube ich, das erste Mal in der Formel 1 in einem Formel 1 Auto gesessen haben. In Ja, das Problem ist, ich Indianapolis glaube, Circuit. ja genau, im Formel 1 Auto gesessen ist er nämlich, soweit ich weiß, irgendwann 2006 mal. Deshalb sind die Statistiken ein bisschen durcheinander, aber in einem Rennen stattgefunden hat er das erste Mal in 2007 in Indianapolis. Ja. Und dort bei BMW Sauber, oder ja, doch klar, BMW Sauber, hat er nämlich schon Kontakt mit seinem zukünftigen Teamchef, und zwar 2022. Kommen wir natürlich nachher nochmal genauer zu sprechen, aber um es hier nochmal kurz anzubrechen, da joint ja Mike Krack oder Krack dem Team als Teamchef. Und zu 2007er Zeiten, wo er bei BMW Sauber Test gefahren ist oder Ersatz gefahren ist, war Mike Krack zu diesem oder in diesem Team zuständig, und dadurch hat er schon sozusagen ein bisschen Erfahrung mit dem guten Mann, der 2022 wieder an seiner Seite sein wird. Also ganz interessant auf jeden Fall. Saison 2022, auch ein heißes Thema bei Aston Martin. Bekommen eine neue Firma plus neues Team, sagen wir mal neue Teamleitung in dem Sinne. Da kommen wir auf jeden Fall noch zuletzt in diesem Podcast drauf zu sprechen. Aber Epic, Sebastian Vettel mit seiner Erfahrung, der muss so also ein paar Stellschrauben eigentlich drehen, oder? Also jetzt mal, ich schweife jetzt ein bisschen vom Fahrerprofil ab, aber das interessiert mich jetzt gerade. Eigentlich müsste der doch ein paar Stellschrauben drehen können, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wenn man sich das überlegt, die guten Interviews, die Sebastian schon gegeben hat, wo er mal der Rennleitung oder den Rennkommissar gezeigt hat, wo es hingeht. Bestes Beispiel, Reverse Grid Proportionals, wo er gefragt wurde, was Wo er Hamilton vom als erstes Reverse Grid so, hält. ja, wo Hamilton halt so ganz entspannt erst antwortet und eigentlich nicht irgendwie was Beleidigendes sagen wollte und er einfach komplett seine Meinung daraus sagt, ne? Ja, genau. Also Hamilton hat angefangen, bisschen die Worte so aus mit einem Blatt vor dem Mund auszusprechen und bisschen zu umschreiben, was er davon hält. Und dann hat halt Vettel eingeworfen, dass er es komplett, ja, komplett Banane findet, Komplett um es hier mal nett auszudrücken. Banane. Ja, der hat einfach seine ja, die Wortwahl sauber gewählt, würde ich sagen, und hat klar und direkt gezeigt, dass man das abschaffen soll, wenn es überhaupt reinkommen würde. Also dass es überhaupt keinen Platz in der Formel 1 hätte. Passt jetzt aber auch wieder zum Fahrerprofil. Schlagfertig. Und wenn man es auch sieht, wenn er vorne mitfährt und auch weiß, dass der vielleicht das Auto hat mitzuhalten, also um das, das, wenn das Paket stimmt, um vorne mitfahren zu können oder im Mittelfeld, dann sehen wir auch dann Sebastian Vettel, der wieder am Strahlen ist, meiner Meinung nach 2022. Ja, auf jeden Fall. Also Vettel wieder Lust, Pokale zu sammeln. Das kennt man ja schon seit den 90er Jahren. Mit den Exklusivinterviews von RTL, wo sie bei ihm zu Hause sind und wo er als kleiner Kater noch seinen vollen, also wirklich vollgestopften Pokalschrank begutachtet. Ich glaube, der hat einfach wieder Lust, der hat den Drang wieder zu sammeln und der hat auch wieder den Drang wieder zu gewinnen. Und hoffentlich wird es 2022 wieder soweit. Das würde ich ihm auf jeden Fall vergönnen. Epic, jetzt kommen wir zu kanadischen Fahrer Lance Stroll. Wir wissen jetzt Oh ja. mittlerweile, Sohn von Lawrence Stroll, Teambesitzer. Ja, kontrovers. Also, wir haben ja jetzt schon gesehen, dass die einige F1-Fahrer verschiedene Wege genommen haben. Mazepin über die Asian Formula, Giovinazzi, Italia, Europe, also alles, was geht eigentlich, auf der Welt gefahren. GT3 ist der, glaube ich, wenn ich mich an den Podcast Folge 3 erinnere an dieser Stelle, ist Giovinazzi, glaube ich, der einzige Fahrer bisher, der in irgendeiner GT-Serie unterwegs war, ne? Ja, also der einzige bis jetzt. Ja, also, Also. ja, Kimi Räikkönen war in der Rallye, also der Alfa Romeo, ganz freaky Team, einfach mal reinhören, Leute. Auf jeden Fall lohnt sich. Aber ja, Lance Stroll, Kart von 2008 bis 2013, mein Junge.
Ja, Karting. Mit 11 Jahren wurde er in der Ferrari-Akademie aufgenommen. Ferrari, interessant auf jeden Fall. 2011, ich wusste es bis, also wir müssen uns natürlich auch an dieser Stelle immer sagen, wir sind sehr informiert, aber manche Infos hauen uns auch manchmal vom Hocker, ne? Weil so eine Ferrari-Akademie, das kann ja jetzt schon wieder für die Zukunft, ich meine, haben zwar Mercedes-Hersteller jetzt im Auto, aber. Ja, ich meine, da muss ich sagen, sehen wir auch immer halbwegs gut, was sowas angeht, weil sich nicht nur mit dem Oberflächlichen zu beschäftigen, sondern ich würde sagen, wir sind da schon ziemlich einzigartig, was sowas angeht, weil so Sachen zu hören, dass zum Beispiel wie in Folge 1 ein Mazepin irgendwo mal in den asiatischen Formelklassen mitgefahren ist, das hört man nicht alle Tage. Das stimmt, aber du sagst es gerade, die Formelklassen auch beim guten Lance ein wenig kontrovers. Italia F4, das haben wir jetzt, glaube ich, zum 4. Mal gehört in Folge 4, ne? Ja, das haben wir wirklich schon das einige Mal gehört, ja. Toyota Aber Racing Series hören wir auch jetzt öfters. ja, auf jeden Fall. Ich glaube, nee, das war diese andere, genau. Weil Jarno Obmez auch mal in Ja, der das ist die Formula Renault. Renault, das ist die Formula Renault, die Genau. Toyota Racing Das ist, glaube Series. ich, kann sein. Ach so, ist es Ja, dasselbe? Ich die habe gedacht, das ist was 3,5 Liter. Ähnliches. 3,5 Liter. Ah ja. Ja, 2016 europäische F3. Da kommen wir jetzt mal wieder, ja, auf den Kontinent an. Ja, kommen wir wieder mal nach Weil Hause. Toyota Racing Series ist ja auch irgendwie wild verteilt. Da gibt es Japanisch. ja, also Alles Mögliche, ja. seit 2017 dann in der F1 bei Williams gewesen und dann bei Racing Point. Ja, und dann sind wir auch schon beim heutigen Tag angekommen. Hat jetzt nicht die allerskurrilste geschichtliche Reise schon gemacht, aber ist trotzdem auch gut um die Welt gekommen, Was sagen wir noch es mal so. interessant ist, er hat eine belgische Staatsangehörigkeit aufgrund seiner Mom. So ein bisschen Verstappen-like. Ich wollte gerade sagen, da können wir doch eine kleine Parallele ziehen. Ich glaube, das werden wir sowieso öfters hören, weil ich bin mir auch, glaube ich, darüber bekannt, dass der Michael Schumacher damals unter einer belgischen oder niederländischen Flagge im Karting gefahren ist. Nicht Mick, sondern Michael. Also da müsste ich mich jetzt vertun. Der hatte, glaube ich, auch eine belgische Flagge, wo er im Karting gefahren ist, weil da einfach die Sponsoringkosten vielleicht nicht so teuer sind, ne, fürs Karting. Ach, aber war das belgisch oder war das? Ich bin Ich mir glaube, gerade. ich Oder scheine mich zu erinnern, Luxemburg. ob es vielleicht Luxemburg. Luxemburg oder Ja, Luxemburg. Liechtenstein, habe ich Ja, eins geschätzt, von ja. beiden. Eins von beiden war es. Entschuldigung, da entschuldige ich mich jetzt gerade. Aber das hören wir öfters. Vielleicht hat das auch was damit zu tun. Also, Ja, auf jeden Fall. Also so Nationalitäten generell immer sehr, sehr interessant, wie viele Nationalitäten, wie viele Fahrer haben. ja, Starts in der F1, 99, eine Pole im Istanbul Park. Ja, Führungskilometer und Runden, das sind 176,2 Kilometer, das sind insgesamt 33 Runden. Ja. Ich wollte dich einmal kurz lachen lassen, weil das hört sich schon echt doof an, ne? Bisschen doof schon, weil man sich überlegt, was der für ein Auto hatte, schon mal in 176 22. Kilometer, das ist schon eine Strecke eigentlich, ne? Also für Normalsterbliche, ne? Die jetzt hier alle Auto Ja, fahren. klar. Also, aber das Ja, aber wenn man. ist seit 2017 nicht viel, Leute. Entschuldigung. Ja, Also. genau, wenn man. Wollte gerade sagen, wenn man sich überlegt, wenn irgendwer ein Privat-PKW seit 2017 fährt, dann hat er wahrscheinlich ein paar mehr Kilometer auf dem Kilometerstand. Ja. Aber natürlich Führungsrunden, das ist nichts leicht gemachtes. Aber muss man halt schon noch sagen, er hat halt natürlich auch einer der besten Autos letztes Jahr. Das wäre jetzt nichts Unmögliches. Aber ja, ich meine, Lance Stroll ist jetzt wie gesagt auch kein herausstechendes Naturtalent oder so, sondern halt einfach ein solider Fahrer. Ich finde aber auch noch ganz, ganz witzig, hier sind Podium 3. Und ich sag dir ehrlich, ich kann mich an keins erinnern. Entschuldigung. Nee, ich auch gar nicht. Aber wahrscheinlich alle letztes Jahr könnte ich mir mal vorstellen. Ja, also, das ist ja auch nicht böse gemeint an dieser Stelle, ne? Aber Nee, auf jeden Fall nicht. das zeigt einfach auch, wir sind beide, die wirklich aktiv und auch ja, in den Social Medias unterwegs sind. Wenn uns was auffällt, dann wissen wir das. Wir können uns sagen, wann der Sebastian Vettel da Donuts gedreht hat in Südkorea. Also das ist schon auffällig, wenn man irgendwas als F1-Fan weiß. Und das ist jetzt wirklich kein auffälliges Auftreten gewesen. Drei Podien seit 2017. Das sind 4 Formel-1-Saisons, Seasons, die er jetzt gefahren ist. Aber Bisschen unterdurchschnittlich vielleicht, aber ja. was soll man sagen? Trotzdem. Jung, einfach jung, Jung, 98er genau. Baujahr. 98er Baujahr. Ja. Der ist ein Jahr älter als ich in dem Sinne.
Ich habe Da, eine. okay, das ist interessant. Ich habe. Ich habe gedacht, er ist jünger. Ich habe einiges falsch gemacht im Leben. Ja, also der gute Papa Stroll ist Chairman von Aston Martin Racing, vom Rennstall. Hat auch natürlich schon sich das ein oder andere Mal in den Medien selbst präsentiert und man hat ihn auch schon einmal ein oder andermal in der Fernsehübertragung gesehen. Einer der besten Momente meiner Meinung nach in Baku, wo es den Sohnemann rausgedrückt hat leider durch einen Pirelli-Fehler und dann ist er beim Papa gestanden und hat sich mehr oder weniger ausgeheult. Nee, aber ja, Stroll natürlich jetzt auch schon ein großer Name geworden über die letzten paar Saisons, weil er halt auch ein komplettes Rennteam auf einmal leitet. Von 0 auf 100 eigentlich. Ich kann dir dazu auch noch ein paar Fakten sagen, seit wann er das halt tut. Also, Lawrence Stroll beteiligt sich finanziell seit 2018, seit der Force India Insolvenz in der F1, kaufte das Team, ließ es dann 2018 noch unter Force India Racing laufen, 2019 unter Racing Point F1 Team und 2020 bis 2000, ja. Das heißt 2020, Entschuldigung, Saison 2021 in dem Sinne, dann unter Aston Martin Racing F1, Aston Martin F1 Racing Team, Entschuldigung. Ja, kaufte sich 2020 Anteile daran, 16,7%, hört sich erstmal nicht viel an, haltet euch fest, Epic, schneide ich an, Na. circa 182 Millionen sind das. Puh. Aber jetzt kommt die kontroverseste Info und da möchte ich mich eigentlich noch mehr festhalten am Stuhl, auf dem ich hier gerade so sitze. Ich habe die Info wirklich durch. Ich weiß nicht woher. Ich meine, klar, die sind Motorhersteller, aber ich habe herausgefunden, dass Toto Wolff ein Privatinvestment von 0,95% in Aston Martin getätigt hat. Das ist aber, wenn man sich überlegt, was Toto Wolff für ein Einkommen hat, dann hat aber Lawrence Stroll schon ganz gut hingebrettert, mal. Also, ich wollte gerade sagen, um auch vielleicht einfach mal gerade hier den Vergleich zu ziehen, klar, wir haben drüber gesprochen, Pay Driver ist natürlich sein Sohn, der Lance, aber Kann man nicht abstreiten, kann ja. man überhaupt nicht abstreiten, aber dieser Vergleich, 0,95% Das ist schon, also. mit Für einen 0, Toto Wolf? mit 0,95%, Leute, könnt ihr also bei Aston Martin euer Motor reinsetzen. Ja. Wortwörtlich kann man ja so sagen, aber nein, auch Lawrence Stroll hat natürlich eine super Geschichte hier. Ich meine, von seinen Investments, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Abgesehen davon, er ist geboren in Montreal, genauso wie Lance. Ja, ist Multimillionär, ist Manager. Verheiratet, hat auch noch eine Tochter. Die mir jetzt allerdings nicht irgendwie berühmt bekannt ist, möchte da jetzt nicht sagen, dass sie vielleicht nicht auch im Rennsport ist. Ja, aber die ist auf jeden Fall, sagen wir so, von der ist nicht so oft zu Ich hören. wollte gerade Das sagen, steht schon fest, ja. auch aus der Perspektive verheiratet, stand jetzt nur verheiratet. Ich habe jetzt mir auch wörtlich nicht so viel um die Frau beschäftigt. Ich wollte jetzt nicht da irgendwie, ja, sagen wir mal, wirklich einen Family Podcast draus machen. Ich wollte mich da wirklich nur um die zwei Main Characters beschränken. Ja, was vielleicht auch noch cool ist, hier ein bisschen Religion und Kultur reinzubringen. Lawrence Stroll hat jüdische Vorfahren. Oh, cool. Also sehr, sehr Multikulti auch im Stammbaum. Wie gesagt, sollte an dieser Stelle jetzt überhaupt nicht abwertend klingen oder so, aber das habe ich rausgefunden. Ist natürlich auch immer eine coole Info, dass Familien da auch verschiedene Stammbäume haben, beziehungsweise den DNAs, sage ich jetzt mal. Aber was Lawrence Stroll wirklich ausgezeichnet hat, er war einer der ersten, der Kleidung von Ralph Lauren, vielleicht hier an der Sinne, keine Werbung, Leute, jetzt kommen hier ein paar Investments. Pierre Cardin, Investments in Michael Kors, in Tommy Hilfiger, aber das hat er mit einem Hongkong-Unternehmer gemacht, hat da halt zusammen mit ihm in diese Michael Kors und Tommy Hilfiger Kleidungsmarke investiert. Ja, zog 2010 in die Schweiz, um was zu machen? Epic, was meinst du? Was? Was meinst du wohl, was er 2010 mit dem Umzug in die Schweiz bewirken wollte?
Das kann jetzt vieles sein. Ja, hau mal jetzt ein wildes Guess raus. Das wäre jetzt eine Meinung, auf die du wahrscheinlich dich jetzt nicht vorbereitet hättest, die ich von dir hören möchte. Nee, Aber auf keinen Fall. was wäre jetzt so deine Sache? Das ist natürlich eine gute Frage, Komm, aber ich schätze mal, ich dass gebe du dir hast. drei Tipps, okay? Das ist, ja, das Das, ist, ja, okay, das hört ist das sich gut an. fair? Ist das fair? Hört sich gut an, hört sich gut an. Steuern? Aha, Schnee? ja. Also Wetter? Oder sein Sohn? Ja, ich will mal auf die Steuern setzen, ne? Jetzt ehrlich. Ja, schon? Also, da schätzt du, glaube ich, den Lawrence Stroll ein bisschen falsch ein. Der ist tatsächlich 2010 in die Schweiz gezogen mit seinem Sohn. Ich weiß nicht, ob mit Sach und Pach, mit Family, Tochter, bla bla bla. Aber um die Rennkarriere dort zu fördern. Schade. Ich habe gedacht, wenn man schon mal sowas von einem Multimillionär hört, dass es da dann doch ums Geld geht, weil ich glaube, Rennfahren muss man, um Rennen zu fahren, muss man jetzt nicht in die Schweiz ziehen. Nein, aber ich habe es so recherchiert gewesen. Also Lance hat da auf jeden Fall seine ersten Runden gedreht in der Schweiz, um auch einfach, ja, sponsoringtechnisch war das halt einfacher. Wir wissen ja jetzt beide in Österreich die BWT-Firma, ne, die Aufbereitungsfirma von Racing Point, auch ein enger Kooperationspartner von Lawrence gewesen. Lawrence. Deswegen auch die pinke Farbe auf den, ja, sagen wir mal, Racing Point gewesen. Ja, also da gibt es schon sehr, sehr viele Sachen, die der, ja, was der Vater auch für den Sohn getan hat, dann natürlich auch, ne? Ja. Ja, somit halt zur, ja, Person Lawrence Stroll, der tatsächlich hier sehr viel Geld reinsteckt ins Team. Epic, wir sind bei der Saison 2022, beziehungsweise bei unserem, ja, Fernglasblick, sagen wir das mal immer so schön, in die Glaskugel gucken. Die bekommen eine neue Firma zur Saison 2022, können dann auch, beziehungsweise wollten es 2021 benutzen, die neue Firma, aber konnten aufgrund der Pandemie, der Corona-Pandemie, die neue Firma nicht beziehen. Lawrence Stroll hat dort auch mit einer Firma, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, welcher Name das ist, möchte mich da auch jetzt nicht zu weit aus dem Fenster nehmen, ein Projekt gestartet, um tatsächlich diese Designgruppen, die gerade noch bei Red Bull Technology, ja, wie sagt man das, einquartiert sind, die sollen da ausziehen, um einfach die Produktion, ja, mehr Basement oder mehr, wie sagt man, mehr standortorientiert macht und jetzt vielleicht nicht mehr, ja, die Mietkosten bei Red Bull zu zahlen. Wer weiß, wo das noch ist. Red Bull kennt man ja auch. Infinity ist, glaube ich, die Marke. Ja, sich das ganze Geld irgendwo, ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Entschuldigung, aber das Geld kann man sich mit Miete sparen, auf jeden Fall. Ja. Das ist absolut der Fakt. Aber was ein wirklich cooler historischer Punkt ist zur alten Firma, was ich noch herausgefunden hatte: Alle Firmen, die dort drinne waren, waren F1 Motorsport-Rennställe natürlich, aber wurden auch wirklich. In der Firma, da wurde keine Struktur geändert. Das ist wirklich dieses alte historische Gebäude noch. Es wurde in der Jordan-Zeit damals schon benutzt. Das heißt, schon in der Schumacher-Zeit, als er seine ersten Steps gemacht hat. Midland. Spyker wird einen vielleicht, ja, sagen wir mal, wirklich F1-Experten hier vielleicht nur ansprechen, falls ihr euch daran erinnern könnt. Ich kann euch hier an dieser Stelle nur einmal den Nürburgring empfehlen und dann gibt er einfach mal ein Spyker-Highlights. Also da ist das Team Spyker einmal wirklich hervorgestochen. Und Force India. Das waren die Firmen, auf gut Deutsch gesagt, oder die Rennställe, die diese Firma genutzt haben. Und ja, das ist eigentlich eher deren Ausblick für 2022. Bei den Fahrern wird sich nichts ändern. Haben wir auch mitgekriegt. Das steht schon fest. Auch vor der Saison stand das fest. Ja, stand schon eine Weile. Zur Saison 2022 ist dann wirklich nur dieser Firmenschange auch wirklich das A und O eigentlich nur. A Das und ist O. das. Ja. Ingenieurteam vielleicht ein bisschen neu aufkrempelt. Du hattest ja den guten Crack da Mike gerade, Krack. Michael Krack, angesprochen. Hört sich an wie eine Ja. Krakauer, aber naja, jetzt kriege ich schon wieder Hunger. Spaß beiseite, aber da wird nicht viel passieren, außer dass sich da die Leitung ein bisschen ändert und. Ja, wir hoffen natürlich auch vielleicht die Motorisierung und durch die Regularien-Changes dann auch vielleicht ein Aston Martin öfters auf dem Podium zu sehen. Das wäre schön, ja.
Also, das ist jetzt natürlich ein sehr, sehr kurzes Thema hier mit Saison 2022, so wie ich das jetzt gerade hier interpretiere. Aber man kann auch wirklich zu Saison 2022 nichts sagen. Weil auch 2021 war so eine Wunderkiste, Überraschungsbox. War sehr überraschend an manchen Punkten. Aber ich glaube, die Konstanz fehlt einfach. Wenn die Konstanz da ist, dann würde ich sagen, Aston Martin ist ein super Mittelfeldteam, kann sehr, sehr gut aufgrund der finanziellen Lage wirtschaften und auch wirklich investieren. Wir wissen, dass es da ein Salary Cap gibt, beziehungsweise Financial Cap mit den Regularien Changes 2022. Aber ich glaube, dass die Teams da irgendwie immer noch das Ganze ausreizen können. Und so ein Lawrence Stroll mit viel Geld auf Tasche wird da, glaube ich, auch viel in Ein Bewegung, kleineres Problem. ja, und Ja. also viel in Bewegung setzen. Das können wir auf jeden Fall Ja. sagen. Ja, die Folge war natürlich halbwegs bunt durchmischt. Wir haben viel natürlich mitbekommen, auch viel über die Fahrer, das vielleicht noch nicht alle Zuschauer wussten. Und natürlich freuen wir uns, weil wir uns vielleicht wieder mal in Folge 5 hören. Das war's von meiner Seite und ich würde sagen, Hauke kann jetzt nochmal das Ganze komplett beenden. Epic, danke, dass du mir hier das letzte Wort für die Folge 4 Aston Martin gibst. Wir haben hier einen Farbwechsel gesehen, von Pink auf Grün, von Pink Panther auf James Bond. Wir haben hier einen Fahrer, der viermaliger Weltmeister ist, eine Menge Erfahrung hat, sehr, sehr zukunftsbasiert, umweltbewusst denkt. Was kann ich noch zusammenfassen? Ein Team, Ja, ein Kanadier. ja, ein Kanadier, der ja von seinem Vater wirklich hier unterstützt wird, in allen Längen, würde ich fast behaupten. Auf jeden Fall. Ein Team, was 2021, glaube ich, mehr gepusht wurde, als dass es irgendwie Leistung gebracht hat. Ja. 2022, also 20, nicht falsch verstehen. Ich glaube, 2021 war mehr Bond-Image, mehr Marketing, als dass es wirklich Leistung war. Also, das ist meine Einsicht jetzt gerade. Es war Geld einspielen, sich vielleicht auf die Saison 2022, auf die Regularien einschießen, die ein oder andere Stellachse im Team zustellen. Also das sehe ich bei Aston Martin 2021. Und das, Leute, war Folge 4 It's Lights Out and the Way We Talk mit Epic und Tobey. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Folge 5, by the way, Folge 5, was haben wir bei Folge 5? Alpin? Quatsch, kann nicht sein. Wir Kann sein. müssten eigentlich Aston Martin. Das könnte schon mal Alpine sein. Dann McLaren. Alpine oder McLaren, ne? Ja, wird wieder ganz lustig. Kann ich richtig Also, gut ich finden. würde da jetzt gerne einmal nochmal nachschauen, dass wir die Leute hier auch gerne. Ah, und was wir noch sagen müssen hier zum Schluss, weil ich kriege gerade hier bei der F1-App eine schöne Nachricht. Aston Martin wird auch das erste Team sein, was das Auto launchen wird für 2022. Also, da können wir natürlich auch nochmal gespannt sein. Super. Also, haben sich jetzt nicht viel Zeit genommen, ne? Nee. Das ist schon schade. Naja, ich schaue jetzt hier einmal kurz nach, wie das. Ach, die haben jetzt schon alles wieder geendet. Das ist natürlich schon wieder klasse. Aber Leute, wir werden es euch auf jeden Fall frühzeitig über die Social Medias bekannt geben, welche Folge jetzt als nächstes rauskommt. Auf jeden Fall Folge 5. Wir überspringen auf jeden Fall keine. Wir gehen hier weiter durch. Und das war's Jawohl. dann mit uns. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei den weiteren Podcast-Folgen, falls ihr die noch nicht gehört habt. Und das war's mit mir und Epic. Epic, ich bedanke mich bei dir recht herzlich und ich hoffe, wir sehen uns auch bei Folge 5 zusammen. Das wäre nämlich super. Das wäre super und das wird auch wieder so sein. Hoffen wir mal. Danke, danke, Epic. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Ciao.